Und keine Ahnung, vielleicht könnte man ja eigentlich hier auch so ein bisschen weiter graben. Könnte man machen. Aber ich weiß nicht so genau, ob man das machen könnte. Was ist das denn? Hä? Hey, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krabiff Tedek zusammen mit dieser Fackel. Hallo Fackel. Ja, hallo Patrick. Wie geht's dir denn so? Ja, mir geht's gut. Ich wollte jetzt eine Folge Craftec aufnehmen und ja, hast du Bock dabei zu sein? Ja, aber könnt ihr mich nicht von meinen Schmerzen befreien, denn das Feuer, das tut schon ein bisschen weh. Ja, kein Problem. Was soll ich denn tun? Bau mich einfach ab und tu mich wieder in dein Inventar. Okay, kein Problem. Jetzt fühlt sich bestimmt viel besser. Ja. Oh, das ist eine Spinne. Spinne? Weg hier. So, jetzt platzieren wir die. Nein, warum hast du mich wieder platziert? Ja, mein Freund, ich brauche aber Licht. Ja, aber, na gut, an der Wand fühle ich mich schon viel besser. Ja, siehst du, ist gar nicht mal so schlimm. Du musst einfach nur. Du musst es einfach nur wollen. Du schaffst es. Du bist Fackel Fridolin. Du schaffst es. So. Ich bin ein bisschen behindert. Ja, meine lieben Freunde, wir vielleicht, die Leute, die letzte Folge Craft Attack von gestern sich angeschaut haben, wissen ja, dass fast Craft Attack ja, weggebrannt hat, quasi, könnte man schon sagen. Jetzt, wie ihr seht, die Folge könnt ihr euch dann nach dieser Folge natürlich dann anschauen. Jetzt seht ihr, mein Haus ist wieder ganz. Es war ja wirklich ramponiert. Man hätte wirklich denken können, das war der jugoslawische Krieg. Denn JB hat sich mal die Mühe gemacht. Naja, Mühe. Na naja, gut, er hat einfach alles repariert. Den Baum, den zeige ich euch gleich, ist auch repariert. Auf jeden Fall ist das Haus wieder ganz das alte Haus. Ich hätte es auch gerne selber repariert, habe ich auch JB gesagt. Dann hätte ich wenigstens was ich in der Folge machen könnte. Ich meine, ich weiß jetzt gleich, was ich mache, werdet ihr gleich sehen. Aber er hat es gemacht mit dem Game Mode. Ist ja nicht schlimm, weil wir jetzt alle Strafen bekommen haben. Die Leute, die ein bisschen Scheiße gebaut haben. Aber keine Strafen von Aufnahmesperre oder so, sondern einfach so nach dem Motto, ach, werdet ihr sehen. Und der Baum ist auf jeden Fall auch ready, den zeige ich aber später. Und ja, ich würde mal sagen, ich habe hier Tweetdeck noch offen, habe jetzt 200 Fragen, aber ich nehme einfach verpeilte Fragen, die nicht beantwortet worden sind von mir. Ich komme mal kurz ein bisschen runter und wollte, ja, ich schreibe bis runter genug Fragen. Frage ist einfach sehr mit Fragen befüllt, würde ich mal sagen. Ja, in diesem Sinne gehen wir mal nach unten. Und ja, ich zeige euch mal, was ich machen wollte. Und zwar habe ich hier ein bisschen angefangen, hier so ein bisschen was rauszugraben quasi, weil ich will meine untergrundmäßig richtig viele Zimmer haben und das auch so richtig einrichten mit Möbeln und so, weil das einfach gemütlicher aussieht, weil wir haben ja hier, was ich einfach, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne, aber ich finde, das hier, warte, ich zeige euch das mal, das hier ultra gemütlich, ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich finde das so gemütlich hier, so schön, also das glaubt ihr nicht, also ich finde das ultra geil und das ist dieser geile Stein, boah, überall nice, und da haben wir auch unsere Mine, wenn wir Diamanten bräuchten, ja, liebe Freunde, auf jeden Fall, ja, für die Leute, die vielleicht mein Outro schon gesehen haben, wenn ihr jetzt das Video jetzt hier zu Ende schauen werdet ihr mein Outro sehen und da seht ihr dann immer so hier das letzte Video und da halt so quasi steht dann so ein Viereck mit ein paar T-Shirts von mir, wo Shop steht, oder Shirts, keine Ahnung. Die Shirts, der Shop ist noch nicht aufgesetzt, aber der wird halt aufgesetzt, man wird aufgesetzt im Januar, wie es scheint. Und ja, da könnt ihr schon ein paar sehen, wie ein paar Sachen aussehen im Outro. Könnt ihr gleich anschauen. Ich habe 6 T-Shirt-Design, davon habe ich 3 ins Outro reingeballert. Und ja, was gibt's so zu sagen? Auf jeden Fall will ich das hier so bauen. Und keine Ahnung, vielleicht könnte man ja eigentlich hier auch so ein bisschen weiter graben. Könnte man machen. Aber ich weiß nicht so genau, ob man das machen könnte. Was ist das denn? Hä? Wartet mal. Hä? Warte, ich geh mal kurz. Was ist das? Wow, warum ist das Thema mein Haus? Warte, ich guck mir das mal an. Rein, 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 rein. Hä? What the fuck? Das kenne ich gar nicht. Ja gut, ich komme ja nicht hoch, aber. Warte. Das kann ich mir gut vorstellen, wer das ist, weil das ist ja in der Nähe von meinem Haus und das könnte Felix sein, bin mir nicht sicher. Warte, wir gucken mal. Alter, was ist das denn? Hä? Warte mal, wir gehen mal kurz nach oben. Wir machen uns auf jeden Fall. Wir machen uns mal. So. So. Haben wir mal ein paar. Haben wir die Leitern? So, zack. Wartet mal. Hä, wartet mal.
Ah, bin ich so behindert? Habe ich wirklich so wenig Skill? So, oh, das ist das 3D-Texturen-Pack. Oh, geh mal kurz nach oben. So, Heide, Bismillah. So, zack. Wartet. Das ist locker Feli. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Malte sich jetzt so eine Mühe macht dafür. Feli so, ah ja, das könnte Feli sein, weil der macht immer so gern Wege, um abzuhauen, falls es brenzlig wird. Ja, das könnte wirklich Felix sein. Der Geheimgang wurde gelöst. Ich dachte wirklich, das wäre jetzt noch was richtig krasses. Aber naja, ich würde mal sagen, wir bauen das einfach mit Stone wieder zu und vergessen das alles. Das ist niemals passiert, Freunde. Das ist niemals passiert. So. So, ich würde mal sagen, wir bauen das einfach jetzt einfach weiter und werden uns einfach fragen. Und zwar, von EasyTKM, Frage her, hast du Minecraft zum ersten Mal blind gespielt oder wusstest schon, wie alles ging? Wie alles ging. Ich hab's blind gespielt und zwar hat mir ein Kollege von mir gesagt, ja, vor 3 Jahren so oder ein bisschen länger in der Alpha halt, ja, ich habe ein neues Spiel entdeckt, willst du mal nach der Schule vorbeikommen, müsst mal anzocken oder so. Ich dachte so, ja klar, gerne. Hat mir so ein bisschen beschrieben und ich konnte mir darunter einfach gar nichts vorstellen. Bin ich hingegangen, da habe ich gesagt, what the fuck, was ist das für ein Scheiß, so voll die schlechte Grafik und so. Der so, ah, warte ab. Hat er mir so ein bisschen gezeigt, dann habe ich ein bisschen selber gezockt und ich wurde so schnell süchtig. Ich habe direkt dann bei ihm irgendwie 3 Stunden Survival gezockt. Damals konnte man noch nicht online zocken, als man dann online zocken konnte, haben wir uns alle Accounts geholt. Also was heißt, ich habe mir dann einen Account geholt, weil ich habe immer Cracked gezockt, als man dann online zocken konnte, habe ich dann mir einen Account geholt, der hieß dann Alba Kings. Und da habe ich mir den geholt, bla bla bla, habe gezockt und ja, so bin ich dann zu Minecraft gekommen und so bin ich auch zu Let's Plays, also habe ich auch Let's Plays gefunden, habe auch so Gronkh und so alles geguckt, also mega geile Zeit, diese Zeit, boah, ich glaub, die kriege ich nie mehr wieder zurück, so, das ist so eine Zeit, man muss sich das mal vor Augen halten, da war man halt noch viel, viel kleiner, man hat halt weniger Sorgen und ich, zum Glück habe ich es genossen, aber ich will es wieder haben. Oh Mann, Alter, so cool, ey. So, ich habe mich einfach so, einfach diese Let's Plays angeschaut oder was auch immer andere Sachen gemacht und das war einfach viel cooler irgendwie und jetzt, ich weiß nicht, voll anders, wenn man ein bisschen älter wird. Schade. Also ich, die Zeit des Kindseins, einfach die coolste Zeit und das wird jeder von euch, der so 14 und so ist oder noch 15, vielleicht sogar noch 16, checken, wenn er über 18 ist, ab da wird ja, alles scheiße. Naja. So, dann gucken wir mal eine weitere Frage. Hast du auch andere Spiele außer Minecraft? Ja klar, aber ich zocke im Moment nicht so viel privat, einfach zu viel um die Ohren. Aber ich will auf jeden Fall auf meinen Kanal wirklich, ich sag das zwar sehr oft, aber ich will wirklich mal nach einer Zeit das so etablieren, dass ich auch ein paar andere Spiele let's playe. Weil das einfach auch eine Abwechslung bringt, so einen Kontrast auf dem Kanal, finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Wir machen das einfach jetzt hier komplett mit Stone zu. Und ja, wollte ich schon mal so daher gesagt haben, so als Randinfo, damit ihr euch das so merken könnt. Und so, zack, zack, machen wir das hier zu. So, sehr schöner Raum. Kann man auf jeden Fall was machen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ich ja die Räume hier so gestalten soll. Wie soll ich die beschmücken mit Möbel? Und wir gehen jetzt mal zum Tannenbaum und schauen uns mal an, was da JB da, wie das repariert hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er gut geworden ist. Und es ist draußen Nacht, das ist sehr, sehr schön. So, und hallo, wie kommst du denn hier rein? Warum können die Türen aufmachen? So, die Jump Boosts sind auf jeden Fall sehr, sehr chillig. Ach, die Stadt sieht so weihnachtlich aus mit dem Texturenpack. Muss man auf jeden Fall schon an dem Rand, betonen. Ich habe auf jeden Fall heute 2 Folgen Bad Force, eine Folge mit Kai, eine Folge alleine aufgenommen und jetzt hier diese Folge aufgenommen, weil ich morgen, also dem 12., das ist ja der 11.12. und morgen halt Freitag, unterwegs bin mit ein paar YouTubern und so bla bla, denen ich so viel Zeit habe. Deshalb nehme ich für euch, damit ihr ein paar Videos habt, auf, damit ihr schön so, na, ich kann ein bisschen so suchten und wie dem auch sei, was ich eigentlich sagen wollte, was ich auch richtig heftig finde. Ja gut, der hat alles zugebaut, ich will jetzt auch nichts, kein Laub entfernen, sagen wir mal so. Sieht auf jeden Fall alles sehr schön aus, hast du gut gemacht, JB. Muss ich sagen, was interessant zu sagen ist, dass ich ja früher so richtig die Let's Plays von anderen gesucht habe, Minecraft oder was auch immer, auch so WoW-Let's Plays habe ich auch ein paar, habe ich einen sehr aktiv geguckt, der macht leider keine Videos mehr. Auf jeden Fall habe ich früher so, was hat so Serien gesucht, auch jetzt bezogen auf Let's Plays. Ich habe da wirklich so richtig viele gesuchtet. Und hatte nie vor, selber was zu machen. Und ich weiß nicht, ich ganz genau 100% weiß ich nicht, wie ich dazu gekommen bin, dass ich das angefangen habe zu machen. Ich meine, ich habe mit meinem Realer-Kollegen gesagt, ja, lass mal auf Spaß anfangen, bla bla bla. Dann habe ich einfach angefangen, YOLO Capolo, habe ich mir so gedacht. Aber, jetzt mal ehrlich, es ist interessant, dass ich gerade einfach irgendwas laber, was einfach alles so sinnfrei ist, könnte man so sagen. Das, ich laber einfach irgendeinen Stuss zusammen, der ist nicht erfunden, sondern real ist, aber so nach dem Motto, ihr gebt euch das so quasi und seid in der Rolle, die ich früher hatte, als ich früher so Let's Plays geschaut habe. Und das finde ich einfach mega interesting. Muss ich schon irgendwie sagen, dass sich das so Leute geben und ach, das ist einfach so zu krass für mich und für meinen Kopf, dass ich das so realisiere, dass jetzt einfach so tausend von Leuten das jetzt einfach jetzt, was ich jetzt hier sage, hören. Richtig abgefuckt. Aber krass, auf jeden Fall, ich
bin immer jeden Tag so, denke ich mir, wow, Alter, wie krass das eigentlich ist. Was war das Schönste, was du zu Weihnachten bekommen hast? Viele wissen, feiere ich so an sich kein Weihnachten, aber früher haben sich meine Eltern so gedacht, ja, unsere Söhne, die sind feiern zwar kein Weihnachten, aber wir sollen, wollen die trotzdem so bescheren, damit wir halt in der Klasse so erzählen können, ja, wir haben auch Geschenke bekommen, bla bla bla. Worüber ich mich immer gefreut habe, war Lego. Und zwar habe ich mal dann so Bionicle bekommen. Wenn das von euch kennt, thumbs up, Freunde. Auf jeden Fall mega geil. Bionicle, beste Leben, würde ich jetzt mal so behaupten. Und, oh nein, bitte. Ja, komm, sei ruhig, wir brauchen Licht. Bionicle ist auf jeden Fall sehr geil. Und ja, was soll man dazu sagen? Habe ich mich übel darüber gefreut. Aber naja, wie dem auch sei. Nehmen wir mal die nächste Frage. Und zwar, kannst du das Lied von Weihnachtsmann und Kuckuck singen? Natürlich, Alter. Also nicht komplett, aber ich kann ein bisschen was singen. Und zwar, ja, fange ich einfach mal an. Ich merke, der Folge riecht ein bisschen schnell. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil, ja. Na, Spaß. ja. Weihnachtsmann, ich hab dir mal ein... Nee, warte. Weihnachtsmann, ich hab dir mal einen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich glaub, du liebst auch mich. Weihnachtsmann. Ja gut, das ist falsche Tonlage. Weihnachtsmann. Ja, ist doch egal. Dass ich so gern ein Fahrrad hätte. Gelbe Speichen... Ne, gelbe Streifen wär mir reich und Speichen, die wie Silber sind. Weißt du was, ich guck mal das mal an, Alter. So, ziehen wir mal Google hier rein. Weihnachtsmann und KKG Lied Lyrics. Du hast jetzt deine Sing. Sorry, Freunde. Sorry, Freunde. Dass ich so gerne ein Fahrrad bricht. Gelbe Streifen wär mir reich und Speichen, die wie Silber sind. Kein Weg ist dir im Schlitten je zu weit. Ob nah und fern, beschenkst du alle Kinder gern, jetzt zur Weihnachtszeit, wenn es schneit. Und alles weit ist weit und breit. Okay, Melodie habe ich nicht so ganz im Kopf. Weihnachtsmann, ich habe dir lange einen Brief geschrieben, dass ich alle Kinder liebe und ich hoffe, du liebst mich. Ich weiß, es ist soweit schon bald, dass in der Winternacht so kalt Kinder lachen laut, erschallt. Okay, krass, habe ich gar nicht mal so im Kopf. Wisst ihr, ob das gerade läuft? Auf Super RTL würde mich auf jeden Fall. Ich denke, die ballern das immer Weihnachten rein. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich gucke ja zwar kein Fernsehen, aber dafür würde ich schon den Fernseher anmachen. Ist aber auch so krass, ich gucke kein Fernsehen, ne? Also, früher ohne Fernsehen, ich konnte einfach nicht und jetzt, boah, juckt mich einfach nicht, weil einfach YouTube so eine heftige Unterhaltungsplattform geworden ist. Mega krass. Wie sich auf jeden Fall die Geschichte, so die Menschheitsgeschichte auch so entwickelt. Eigentlich auch so interessant zu beobachten, dass früher so Smartphone-mäßig und solche Sachen halt nie, hat man sich nie vorgestellt, dass da sowas passiert, aber naja. So, wie lange nehme ich denn auf? Okay, ich würde mal sagen, in diesem Sinne beende ich die Folge. Wenn ihr jetzt hier klickt, kommt ihr zur letzten Folge, wo komplett Crafting eskaliert ist und alles abgefackelt wurde. Und hier seht halt meine T-Shirts, bla bla bla. Ihr könnt auf jeden Fall den Daumen nach dem Video, also könnt auf jeden Fall einen Daumen nach oben lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ist ja nur so ein Klick, dann könnt ihr einfach sagen, ach komm, ich gebe jetzt den armen Schluck einen Daumen nach oben, damit er was im Leben hat, worüber er sich freuen kann. Und ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Was mache ich für eine komische Pose und